müsste in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Ja, was denn jetzt? Boah, ich will nicht wissen, wie heute Reifenverschleiß hier bei Intermediates oder bei Regenreifen sind. Button jetzt neue schnellste Rennrunde, wo fährt der eigentlich momentan rum? Wenn man jetzt hier auf falsche Reifen setzt dann im Regen, dann habe ich auch ein Problem. Der schnellere der beiden Sauber ist jetzt vorne. Okay. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 5 Minuten leicht zu regnen anfangen. Der Mittelsektor gehört immer noch mir. Für 9 sind 2 Runden ungefähr. 9 mein Boxenstoppfenster. Sekunden liegen zwischen dir und dem Regenschauer kann jetzt langsam kommen.
hätte dir eine halbe Sekunde abgenommen. Schön, dann muss er noch 12 weitere aufholen. Zwölf weitere Sekunden, das kann lange dauern. Bei einer halben Sekunde sind das 24 Runden. Da sind wir schon fast beim Ende des Rennens. Noch einige Faktoren mehr hinzu. Du hast 12 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 12 Sekunden. Vettel momentan 8er. Perez ist jetzt an die Box gefahren. Glauben, dass in den nächsten paar Minuten leichter Regen einsetzen könnte. Sag's könnte, was soll das heißen könnte? Weil könnte, bist du dir nicht sicher oder was? Schlecht, sowas ist schlecht. Könnte, kann viel bedeuten. Boxenstopp diese Runde. Sonst zücke ich meinen Boxenstopp nach hinten heraus. Ah, hier fängt an zu regnen. Okay. Das ist jetzt die Frage, gehe ich jetzt schon auf Inters oder warte ich noch eine Runde?
Regenreifen. Regenreifen beim nächsten Stopp. Intermediates beim nächsten Stopp. Intermediates. Eine Runde fahre ich noch. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja. Das war ein Fehler. Einige Teams wechseln auf Intermediates. Vielleicht solltest du auch drüber nachdenken. Ich werde auf Regen gehen. Regenreifen beim nächsten Stopp. Du musst diese Runde an die Box. Okay, Regenreifen beim nächsten Stopp. Der Regen wird wohl in etwa 10 Minuten etwas nachlassen. Regenreifen beim nächsten Stopp. Angekommen! Okay, Regenreifen beim nächsten Stopp. Regenreifen beim nächsten Stopp. Raus jetzt, raus! Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Okay, DRS ist jetzt wegen der Regenreifen deaktiviert. Boah, jetzt hab ich aber Angst hier, ey.
fahr ganz vorsichtig jetzt. Das Problem ist, ich habe keine Erfahrungswerte hier im Regen. Das ist echt so halt durchkommen. Ganz ehrlich, ich kann lieber eine Sekunde mehr verlieren auf den Rossberg, ja? Und ich brech mir hier nichts ab. Sieht aus, als würde der Regen in den nächsten 5 Minuten etwas nachlassen. Und 30 Sekunden. Das ist alles noch in Ordnung. Das war, glaube ich, mein schwerstes Rennen hier. Boah, da muss ich niemandem mehr was beweisen eigentlich hier, dass ich das nicht kann. Aber als ein Pro würde ich mich ja nicht bezeichnen.
da nicht meine Hand fürs ins Feuer legen. Wegen der Regen ist nach. Ganz kurz instabil. Jetzt schon wieder Intermediate-Zeit. Du bekommst Intermediate. Ja, Räder wollen durchdrehen, das sind Intermediate-Bedingungen. Das Wetter wird wohl bald besser. Innerhalb der nächsten Runden sollte der Regen vorbei sein. Langsam aber sicher. Langsam aber sicher in die Box. Intermediates beim nächsten Stop. Intermediates. Los geht's, Team. Du bekommst Intermediates. Ja, hab ich ja schon drauf. Strecke frei. Kannst du jetzt wieder aufgehört zu regnen?
weil die Strecke, es regnet nicht mehr, jetzt muss die Strecke abtrocknen. Aber genau solche Bedingungen hasse ich, ey. Also wenn nur die Ideallinie wieder trocken wird, kriege ich Anfälle. Bei mir wäre es recht, wenn die ganze Strecke abtrocknet. Maldonado hat gerade die weichere Gummimischung gewählt. Ach, solche Rennen hasse ich doch, ey. Gott, was ist das? Sowas sollte ich doch nicht einprogrammieren, ey. Weil nur wirklich die Ideallinie ist jetzt trocken und der Rest ist pitschepatsche nass. Solche Bedingungen sind einfach nicht menschlich. Crew zieht beim nächsten Stop weiche Reifen auf. Ja, ich muss nachziehen. Auch wenn ich keine Chance jetzt habe, mit diesen Reifen da irgendwie Temperatur reinzubekommen. Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Du hast jetzt einen neuen Satz weiche Reifen. Du musst nur noch einmal zum Stop kommen. So, da muss jetzt Temperatur rein. Wir verlieren deutlich auf deinen Verfolger. Er fährt momentan viel schnellere Rundenzeiten als du. Maldonado fährt 30 Sekunden hinter dir.
So, jetzt kann ich auch wieder richtig pushen. Ich krieg keine Temperatur da richtig rein. Sekunden. Ich muss jetzt einfach so fahren wie am Anfang. So, jetzt aber volles Rohr Attacke. Was bringt, habe ich dann wieder einen Riesenvorsprung. So, jetzt ist wieder jeder Streckenteil trocken. Wir scheinen ein Problem mit Kers zu haben. Die Jungs versuchen, das zu beheben. So, ich muss eigentlich nur noch gegen Maldonado irgendwie bestehen, das Rennen hier, dann ist es vorbei. Das Team hat ausgerechnet, dass Rosberg in den nächsten zwei Runden an die Box fährt.
Wir fetten da so langsam Wasser. Da war es noch nass. Ein Monsterrennen hier. Solange ich keine Mauer küsse, ist alles in Ordnung. So, wir sind in Runde 50. Du hast 12 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Okay, du müsstest Kehrt jetzt wieder nutzen können. Das Problem wurde behoben. Super. Also wenn wir so ins Ziel fahren, würde mich das echt freuen. Vettel auf der 6, okay. Gojo Vierter. Da hat Vettel noch Chancen. Ich sollte diesen Sieg jetzt hier nach Hause fahren. Das hat aber 1,6 Sekunden gekostet, das ist viel. Noch 19 Autos in dem Rennen. Noch 10 Sekunden Vorsprung. Runde 53 soll ich nochmal rein. Thank you.
Oh ja, Überrundungen, die habe ich vermisst. Für dich bereit. Komm diese abwarten. Maldonado ist gerade in die Boxengasse abgebogen. Maldonado an der Box. Denk an deinen Boxenstopp. Warten, warten, warten. Sekunden vor dem Auto hinter dir. Machen wir mal einen Stopp mit. Ich weiß natürlich nicht, wie auf welchen Reifen. Ich lasse mich da mal überraschen. Weich. Ja, boah, habe ich noch einen frischen Satz. Na gut, dann geht das ja. Raus jetzt, raus. Dann geht das ja. So, Lotus Doppelführung. Denk dran, dass du auf angefahrenen Reifen unterwegs bist. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. Schade, wurde es leicht gemacht wegen den ganzen langsamen Fahrzeugen. Also das Rennen geht deutlich über 2 Stunden.
Komm, Gojo, jetzt kommt Gojo als Dritter raus. Das wäre gut. Für die Konstrukteurswertung. Nein, kommt der nicht. Du hast 10 Sekunden Vorsprung auf das Auto hinter dir. Ich bin sogar noch hinter Vettel gefallen. Ah, verdammt, nicht gut. Lassen wir mehr WM-Punkte für einen Vettel. Noch 8 Sekunden. Oh, der kommt echt noch mal ran, ey. Man muss auch überrunden jetzt. Du Scheiße, ne. Das ist blöd. Die Lücke zum Auto hinter dir beträgt zurzeit 7 Sekunden. Der Wagen vor dir ist eine Runde zurück. Er sollte Platz machen und dich vorbeilassen. Boah, er hat mal super Platz gemacht, Master. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Petrov. Das ist natürlich ein Vorteil für mich, wenn sich ja jetzt echt noch ein paar da sich dazwischen mogeln. Cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Nichts passiert. Noch 6 Sekunden. Du hast 6 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Auf geht's.
Kein Bär, nein. Mann, jetzt passieren Fehler, Cool bleiben, cool bleiben. Er muss die drei noch überrunden. Ganz gemütlich fahren. Kein Stress, kein Stress. Nur noch 4 Runden. Es sind 3 Fahrzeuge dazwischen. 3. Sprit ist in Ordnung. Maldonado schmilzt. Seine Rundenzeiten sind eine ganze Sekunde. So, Vettel ist es auf 4, der Rest interessiert mich jetzt gerade nicht. Wie weit dieser Maldonado da hinter mir ist. Das Einzige, was mich noch interessiert, sind 3 Runden. Macht nichts, dieser Verbremser. Ich glaube, dass dieser Petrov hinter mir fahren muss, ey. Sekunden sind's. Vettel attackiert wohl auch niemand mehr, ey. Und mit den Intermediates habe ich zu lang gewartet eigentlich, dass ich eine Runde eher machen sollen. Naja, hinterher war ich schlauer. Lange Rosberg Platz 3 hält, bin ich auch noch zufrieden. Nein. Er kommt die Runde noch in die nächste, dann habe ich es geschafft. Da bin ich mal gespannt, wie lange dieses Rennen gedauert hat. Aber ich fahre schon über 2 Stunden jetzt, also. Ding ist durch.
So, the last lap. In 2 Minuten sind wir alle schlauer. Komma 7 sind es noch. Aber es reicht. Das ist auch noch auf optimal gewesen. Also, da ist der Maldonado. Also das Video wird auf jeden Fall Anwärter zum längsten. Mal auf meinen Kanal. So, noch drei Kurven. Noch. Und das war die Ultraschnelle links und haben wir es. Fünfter Sieg, glaube ich. Jawohl. Yeah. Sieg. Wer der Erste? Er erreicht. Teamkollege wurde Sechster. Rivale wurde Fünfter. Nicht Vierter. Yeah. Wer hat ihn noch überholt? But. Superleistung, Superleistung! Du hast das ganze Wochenende dominiert! Pole Position und Rennsieg! Da muss ich. Wie lange ging das Rennen? Doch, ging auch keine 2 Stunden, okay. Ich kam mir so wie 2 Stunden vor. Aber was für ein Rennen, ey. Boah, ich kann nicht mehr, ey. Was habe ich noch? Ein Krampf im rechten Fuß. Oh, wer massiert mich mal hier bitte? Oh Gott, ey. Also ich gewinne. Ne, erstmal muss ich was trinken. Oh, das geht ja gar nicht, ey. Ah. Also ich gewinne vor Pastor Maldonado und Nico Rosberg. Das ist das Podium. 2 Deutsche. Vierter ist dann Jensen Button. Der hat den Vettel nochmal bekommen in der letzten Runde wahrscheinlich. Auf Position 5. Dann Sebastian Vettel, mein Rivale. 1:1 steht das jetzt da. Ich baue meinen Vorsprung auf Button um 13 Punkte aus und auf Vettel um 15 Punkte. Sehr schön. Romain Grosjean auf der 6. Unser Teamkollege hat sich gut nach vorn gearbeitet. Fernando Alonso auf der 7 im Ferrari. Bruno Senna auf der 8. Michael Schumacher, 2. Mercedes. Beide Mercedes punkten hier auf der 9. Und Marc Webber hat es nur auf die 10 geschafft. Okay, was heißt nur? Er war mal zwar die 12. da. Oh ja, Gott, die Kerne auf der 12 ist auch nicht schlecht. Ausgefallen sind Kobayashi, Hamilton, Perez, Paul Di Resta und Nico Hülkenberg. Also was mit den beiden Saubers auf einmal war. Ich habe so das Gefühl, die haben sich im Regen abgeschossen. Ich bin im ersten Gang gefahren. Du bist nach wie vor Erster in der Fahrerwertung. Du leistest tolle Arbeit. Danke, danke, danke. Jetzt fliege ich mit 55 Punkten auf Jensen Button und Sebastian Vettel. So, die haben gleich viele Punkte. Ja, also ich würde sagen, Hamilton und Kobayashi sind aus dem TT-Kampf ausgeschieden. Sergio Perez auch und unser Teamkollege auf Position 9 in der Konstrukteurswertung. Ja, kleine Vorsprung rausgefahren auf Red Bull Racing. Mit 27 Punkten. Teamkollege hat auch mal bereits mal ein paar Punkte eingefahren. Auf McLaren haben wir jetzt nicht ganz so viel aufgeholt. Da haben wir noch 21 Punkte Rückschritt. Aber das kann ja alles noch werden. Da steigen wir aus unser Siegerauto raus. Yeah! So, wer gratuliert uns? Natürlich Pastor Maldonado. Aber was für ein Rennen. Was ist das denn? Japan?
Boah, ich mache ja hier richtigen Speedrun mittlerweile mit diesem Spiel. Sonne, Sonne, Sonne. Das war schon mein sechster Sieg. Okay, Reifenverschleiß war gut. Team mit Tennis Duell liegt sich. Ja, das habe ich keine Chance gegen Romain Grosjean in den schnellsten Runden. Renndaten auch noch interessant. Ja, und ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal dann in Japan, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2012.